Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. Ja, bei der Folge überlege ich sie ein wenig länger zu machen. Komm, lassen wir mal Scharniera mit uns herlaufen. Das kriegen wir auch besiegt. Schlaf, Bruder! Ja, schläft. Ich würde sagen, da können wir jetzt mal so richtig zuschlagen. Egelsamen! Im Ernst? Hab für diese eine Runde geschlafen. Mit dem Schlafpuder kann ich jetzt noch. Mit dem nochmal Schlafpuder kann ich vergessen. Dann Rankenhieb. Einmal schaffen wir halt mit dem Schlafpuder noch. Wir heilen uns ja immer, das ist das Gute daran. Windstoß, yay! Gedächtnisverlust, der die Spezialverteidigung stark erhöht. Ein Igler vergibt Schwächen durch Einrollen und hebt gleichzeitig den Flair. Über 16 Scharniera. Weichei! Was soll Jacken sein? KP des Anderswehren um 50% der maximalen KP aufgefüllt. Okay, das ist krass. Eigentlich mit einem guten Schlag. Es passiert auch noch was. Gegen das Myraplag kämpft unser Evoli. Evo? Flackerbrand! Ich würde mal sagen, das Myraplag ist tot. Haben wir ein Pokémon mit einer Bodenattacke? Nee. Ach komm, wir bleiben einfach bei dem. Pikachu! Flackerbrand. Oh,
der Fluchtwert sinkt. Was? Mein Attacke geht einfach daneben. Und er macht so Zuki. Ja, geht es die ganze Zeit daneben. Okay, verbrannt. Luftsauger. Trank. Ja, tschüss. Da war Bill, der Pokémon, der gar nicht da. Stattdessen stand plötzlich ein vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Mauzi von Team Rocket? Okay, tschüss. Nächster Rangenhieb. Ach, der will noch einen Rangenhieb. Wie viele Rangenhiebe will er denn noch? Und besiegt. Besiegt. Ja, den hätten wir auch. Who's next? Komm, Chanera-Kammer. Nach vorn. Göre Laura. Edwin. Hat sich das nicht gerade gewechselt? Sehr effektiv, fällt mir gerade mal so auf. Jegu! Onyx Level 15. Kreideschreiber, das wird doch mal.
Chance, um die Verteilung des Ziels stark zu senken. Achtet. Nee. Bewegen. So, jetzt kämpfen wir mit Chanera. Nummer 3. Knirps Frieda. Ist Frieda nicht ein Mädchenname? Los, Chanera. Und Duplexi, Eidinkler, Weichei. Komm, Duplexi. Ein Volltreffer. Ja. Zweimal getroffen. Mann. Erstmal nicht treffen. Egal. Dreimal, viermal. Das war jetzt natürlich krasser. Wenn ich dann irgendwann viel Schaden habe, mache ich Weichei. Wieder nur zweimal. Kann ich mal fünfmal oder so treffen? Eins. Zwei. Wieder los! Ey! Jetzt vielleicht? Jedes zweite Mal verfehlt. Vergiftet. Jetzt fühle ich mich verarscht. Weichei, komm. Das ist krass. Na dann. Wechseln wir zum Skiller. Hat das Chanera noch andere gute Attacken? Pfand! Komm auch mal raus, Chanera. Okay, das mit dem Chanera muss ich mir noch mal überlegen. Mämmigasgirde?
gönn dir eine Duo-Nadel. Die ist krass. Und direkt noch ein Level up. Furienschlag. Krass ist das. Schieß des Ziels 2 bis 5 Mal mit einem Spitzenhorn oder Schnabel auf. Fadenschuss ist nicht so krass. Auch besiegt. Ich glaube, ich gehe dann jetzt doch nochmal zum Pokémon Center. Schön, wie das Scharnier hinterher hüpft. Hallo? Also das Onix muss ich dann später auch noch mal einzeln leveln, weil das irgendwie nicht so mitkommt mit den Leveln. Naja. Na dann, Schanera. Tausch mal mit Mika. Schlag. Im Ernst, 2 bis 5 Mal, ich treffe 2. Und das bleibt unter uns. Möchtest du nämlich nicht Team Rocket beitreten? Gerne! Mach ich gern. Finde ich gut. Und schon. Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere finsteren Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist dabei, oder? Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Seltsam, du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, dann muss ich wohl ein wenig mehr Überzeugungsarbeit leisten. Das ist keine krasse Überzeugungsarbeit mit 2 Pokémon. Furienschlag. Sauber, komm. Jetzt konnte ich mit solch defensiven Attacken. Bleib mal ein bisschen in der Offensive. Und kassiere den Furienschlag. Der wäre down.
oder Mika? Smogon. Ach komm. Das kannst du besser. Team Rocket vor dir. Welch eine Verschwendung von Talent. Hallo Typ mit dem Glumanda. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Tut mir auch total leid für dich, Glumanda. Deswegen gebe ich einen fähigen Trainer. Du hast aber bisher 63 Pokémon gefangen. Boah, wie cool. Ich will, dass du es ab jetzt und mein Glumanda kümmerst. Klar. Mach ich. Glumanda halten. Dann kriegen wir hoffentlich auch noch früher oder später Shiggy. Dein Glumanda geht's prächtig. Benutze es immer, um den Ofen anzuhalten. Kann ich dir das Biosasam eigentlich an den Professor schicken? Was ich von der bekommen habe. Ja. Bitte. Ein Griffbonbon und Stärkebonbon. Dem Team hinzufügen. Weg mit dem Skiller. Und hier hätten wir den nächsten. Hier hätten wir den nächsten Trainer, der campen will. Camper Kuno. Habitat. Los, Mika Skirde. Furienschlag. Noch einmal und es wäre tot. Na dann gönn dir noch einen. Zwei Superbälle. Das lässt sich sehen. So Fenster haben wir schon. Die laufen aber auch überall rum. Dich haben wir aber noch nicht, mein Kleiner. Oh, mein Bein. Oh Gott. Okay, der ist weit geflogen. Wie auch immer der weit geflogen ist. Okay. Ich weiß nicht wie, aber er hat getroffen. Mit diesem Fangsystem komme ich immer noch nicht klar. Luzuk, hat das eine krasse Weiterentwicklung? Da gucke ich auf jeden Fall nochmal auf Cam. Sag, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter, ne?
Ja, ich würde das Item aus der Eis gerne haben. Naja, bekämpfen wir den. Wanderer Oscar. Onyx. Und zur Feier des Tages hole ich dann auch meins raus. Jetzt bin ich natürlich impressed. Steinwurf! Komm, ich mach auch Raserei. Klammergriff. Oh, der Kampf ist lustig. Komm, Raserei. Klammergriff rettet uns halt hier alles. Steinwurf. Steinwurf. Gefällt mir. Ich meine, wenn wir jetzt unser Bisaf Knosp einsetzen würden, also unseren guten alten Roman, das wäre natürlich zu einfach. Steinwurf! Wer lügt? Level 17 für Roman. Drei Pokébälle. Wisst ihr was? Dieser Part hier, der wird länger. Komm her, Digga. Was hast du zu bieten? Nichts hast du zu bieten, hab ich recht? Nichts. Vogelprofi. Tauroga. Ich glaube für dich habe ich einen Furienschlag. Ah, kritischer Hase. Okay, ich hab den Skill an, ich hab Team. Ich hab den Skill an, ich hab Team. Ich habe fast das Gefühl, dass der jetzt ein kleines Problem darstellen könnte. Egal, Schlafbruder. Trifft perfekt. Oh, er schlägt die Augen zu. Und es bewegt auch die Flügel langsamer. Aber es kann trotzdem fliegen. Nimm meinen Reifenhieb. Schläft tief und fest. Dann nimm mal einen Egelsamen.
ein nicer hier. Langweg. Und das war sehr effektiv. Oh, das macht Schaden. Aber ich glaube, den Kampf haben wir noch in der Tasche. Und danach geht's zum Pokémon Center. Den Part hier machen wir 10 Minuten länger. Als sonst, weil ich Lust habe und mir langweilig ist dort. 3 Pokébälle. Finde ich aber gut. Ich habe schon 3 Pokémon in Superbällen. Oh, ich erinnere mich an was. Also, das Spiel ist jetzt für mich hier nicht blind. Ich erinnere mich an was sehr Nices, wofür wir 5-mal Mauzi brauchen. Großartig! Mauzi wurde gefangen. Level Up für Chanera und Pipi. Ich brauche immer noch Level für mein Onix. Naja. X-Spezialverteidigung. Noch ein Mauzi. Und das sogar in riesig. Großartig, das haben wir irgendwie am häufigsten fast. Und am seltensten ist gut. Gut bin ich nicht. Ich bin nur großartig. Level Up für Glumanda. Eins fehlt ihm noch. Fangserie 2. Weiter so. Ich dachte gerade, ich könnte auch Chanera hier fangen. Nee, das Mauzi, da fange ich jetzt nicht. Supertrank! Der hier will anscheinend nicht kämpfen. Oder willst du kämpfen? Oder will kämpfen? Okay.
Annika. Kennst du noch den Furienschlag, Mika? Attacke! Nachdem wir Janik hieß der? Nein, okay, gut. Das war's mit der heutigen Folge. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao. Na, ciao.